Moin zusammen. Hallo ihr Lieben. Ja, die Firma Kroak hat uns angeschrieben und gefragt, ob wir Lust hätten, eine Kühlbox für sie zu testen. Und natürlich haben wir Lust dazu, weil wir brauchen eine neue. Genau, es kam uns ganz gelegen. Unsere alte Kühlbox, ja, ist ziemlich in die Jahre gekommen. Ich zeige euch hier mal ein Video. Und das Gute daran, also das Gute für euch, ihr bekommt 20% Rabatt auf die Box. Und wie ihr das bekommt, das seht ihr in dem Video. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with. Als erstes kümmern wir uns um den Stromanschluss. Wir haben jetzt einen 12-Volt Zigarettenanzünderanschluss und optional könnt ihr aber auch ein Netzteil dazu kaufen. Ja, warum wir kein Netzteil dazu haben, sondern nur den 12-Volt-Anschluss, in Anführungszeichen nur den 12-Volt-Anschluss, ist auch ganz einfach gesagt. Wir haben im Wohnmobil keinen Wechselrichter, müssen an den Zigarettenanschluss gehen und wenn wir die Box einfach mal hier zu Hause kühlen wollen, laden wollen, dann nutzen wir unsere Powerstation. Jetzt betriebsbereit und eins gibt es noch zu erwähnen, die hat auch einen USB-Out-Anschluss, da kann man Handys etc. aufladen. Die Bedienung ist kinderleicht. Einmal schaltet ihr die an. Dann könnt ihr mit Plus und Minus die Temperatur einstellen. Ich mache mal 6 Grad. Ihr habt noch ein weiteres Modi, da könnt ihr dann auf Maximal oder Eco stellen. Hier ist eine Anzeige der Batterie, also wie viel die Batterie, die die Box betreibt, noch an Leistung hat. Und die schaltet automatisch ab, wenn die Spannung abfällt. Ja, so habt ihr nie die Starterbatterie vom Wohnmobil, Pkw etc. leer. Ihr seid immer auf der sicheren Seite, dass ihr wieder von der Stelle kommt, wo ihr euch gerade befindet. Und jetzt schauen wir endlich mal rein. Die Box ist beleuchtet. Hat ein kleines Fach zum Frischhalten und ein riesengroßes Fach zum Kühlen und zum Gefrieren. Damit ihr einfach mal eine Vorstellung von der Größe der Kühlbox habt, packen wir jetzt ein Sixpack 1,25 Liter Flaschen da rein. Und dann nochmal eine 1,5 Liter Flasche. Und schaut euch mal an, wie viel Platz da noch drin ist. Wir sollten vielleicht noch sagen, die Kühlbox gibt es in 2 verschiedenen Größen. In dem Beispiel jetzt hier haben wir 50 Liter und es gibt auch noch eine kleinere mit 40 Litern. Genau. Ich persönlich hätte mich jetzt gefreut, wenn noch eine Dose Bier dabei gewesen wäre. Aber trotzdem werden wir jetzt einfach mal anhand der Flasche Wasser und dem Sixpack Cola testen, wie lang sie braucht. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal eine Stunde auf 6 Grad und gucken mal nach einer Stunde, wie weit es mit der Temperatur ist. Wir kühlen jetzt mit Maximalleistung und haben im Moment 23 Grad in der Box. Und mal schauen, wie das in einer Stunde aussieht. Ja, die Einstellung, wie ihr hier seht, ne, wie Tanja auch schon sagte, auf Max. Und jetzt gucken wir mal einfach auf die Powerstation. Ja, hier seht ihr den Ausgang. 39, 27, 31 pendelt sich gerade noch so ein bisschen ein. Aber ist alles im normalen Bereich, würde ich sagen. Während die Kühlbox noch in den letzten Zügen liegt und nach unten kühlt, nutzen wir die Zeit und ja, es gibt einen mega Rabattcode und zwar 20% und wie ihr die 20% für die Kühlbox erreichen könnt, das seht ihr dann unten in der Videobeschreibung. Ich werde euch einen Link reinpacken und das Codewort. Auf die Minute genau
Eine Stunde. Und in dieser Minute hat die Kühlbox gerade abgeschaltet. Wir haben unser Ziel, die 6 Grad erreicht. Wir sind von 23 Grad runtergekühlt auf 6 Grad. Und ja, mit der Leistung sind wir mehr als zufrieden. Wir werden zwischendurch natürlich noch mal so ein bisschen was über die Kühlbox berichten. Zumal wir auch vorhaben, sie mit in Urlaub zu nehmen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Abo, falls noch nicht geschehen ist. Und wir sehen uns unterwegs. Macht's gut. Ciao. Thank you.